Och, guten Abend. Hier ist der alte Mann. Höret Reisende und Besucher. Der Kalif heißt euch in der Stadt Bagdad willkommen. Warum fangt ihr jetzt alle an zu erzählen, wenn ich was erzählen will? Hä? Ihr habt euch doch abgesprochen. Ja, hier, wie gesagt, hier ist der alte Mann. Das Spiel hier nennt sich Assassin's Creed Mirage. Ich bin total im... Nein, das sage ich jetzt nicht. Bin ich aber trotzdem. Da soll ich mich hinsetzen und was beobachten oder belauschen. Ich soll wen töten und dabei soll ich unentdeckt bleiben. Das werde ich doch wieder nicht hinkriegen. Ach so, interessant. Ach so, meditieren. Die Truhe da, brauche ich die? Suche bei Tag auf dem Platz nordöstlich des Bruderschaftshauses. Aha. Brauche ich hier was? Ja. Ich sehe dich. Hä? Dann leite mich zu dem, was ich wirklich suche. Oh, der geht ja da. Er soll mich aber nicht sehen, ne? Wo bist du denn hin? Oh, geht er jetzt da lang? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, jetzt geht er da lang, oder was? Hä? Ach, da. Hab dich verloren. Er läuft doch hier! Ich hasse es. Ja, das ist er. Warte mal. Schaffen wir uns einen Überblick. Ich kann ihn nicht. Ach, nicht der wärmste Empfang. Hey, das ist nah genug. Stimmt. Wer? Oh. Er hat gerade geguckt. War da noch eine Truhe? Nee, da war was. So einfach wirst du mich nicht los. Oh, Spiel! Meine Fresse noch einmal! Ist das zu viel verlangt? Ja, genau. Es ist zu viel verlangt. Beeil dich, Basti. Kletter doch hoch! Sonst entwischt dir die Beute noch. Wunderbar. Du hast meine Aufmerksamkeit. Oh, wie mich sowas nervt. Hey, auf ein Wort! Hä, wie kann der mich hier sehen? Wie schön, sich nützlich zu fühlen. Ich sitze hier hinter Säcken. Also sorry. So was Konstruiertes vom Schwierigkeitsgrad her. Konstruiert, sag ich dazu. Ja, ja. Oh, ist das schlimm. Jetzt stirbst du! Hä? Das war doch... Was soll denn das? Sind die bescheuert? Das macht doch gar keinen Sinn hier. Arvin, ich verschneide dich Stück für Stück. Hä? Hast du dich versteckt? Warum? Warum springst du da hoch? Ne, das führt nichts. Das führt hier nichts. Warum greift der mich an? Lange plagst du die Welt nicht mehr. Warum? Ich bin nicht im Sperrgebiet. Seid ihr bescheuert? Dann spart euch solche Missionen. Es gibt kein Entkommen. Ich lasse mich jetzt umbringen, das macht keinen Sinn hier. Jetzt wird das Fleisch gehackt. Also sowas Blödes. Nee, nee. Kann man die Mission irgendwo neu starten? Nee. Kann man nicht. Darf man nicht. Ich kann das Spiel verlassen. Gut aufgepasst. Bleib geduldig. Nee, und ich schneide das nicht raus. Das ist einfach nur schrecklich. Wie kann man sowas machen? Es ist kein Sperrgebiet. Da rechne ich nicht mit. Das ist doch ganz normal, oder was?
Das sind die alten Tugenden vom Spiel? Sorry, da kann ich aber wirklich nur drüber lachen. Ich hab auch die an... Also echt, so... Ich versteh's nicht. Wo ist jetzt der Typ hin? Jetzt gehe ich hier lang mal ganz normal. Geh doch mal gerade! Was ist das denn hier? Also, hier, guckt euch das an. Was soll das? Warum? So brauche ich nicht spielen. Sorry, macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn. Ja, das ist dann auch wieder typisch. Dann steht er da, jetzt klettert er hier hoch, anstatt dahin zu schwimmen. Das ist das Übliche hier. Meine Güte. Und dann will man hier lang und hüpft hier und er jetzt geht's natürlich hervorragend. Aber wenn es drauf ankommt, geht's nicht. Jetzt ging's sogar von allein. Och, sorry. Also wirklich. Nee, so macht das keinen Spaß. So macht das absolut keinen Spaß. Wo soll ich denn jetzt hin? Zurück! Verschwinde! Nee. Ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich hinsetzen will. Echt, ey. 7 Minuten um und ich bin schon wieder gut drauf. Hast du mich die ganze Zeit angeguckt? Ah, nee, du. Das passt. Jetzt nicht aus dem Blick verlieren und ungewollte Aufmerksamkeit meiden. Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. Ungewollt? Hier ist alles gewollt. Wohin bist du gegangen? Nun geh doch wieder runter! Er ist doch da. Ich muss dich finden. Seid sofort. Ihr bekloppt? Netter Versuch. Noch einen bekommst du nicht. So, jetzt ist er markiert. Ach, so mies gemacht. Sorry. Bleib jetzt hier oben. Steh doch mal auf! Ich hab schon dreimal B gedrückt. Na, dreimal nicht, aber zweimal. Dachtest wohl, du wärst mich los. Wenn ich das jetzt mache, ne, dann bin ich da hinten irgendwo. Denn wenn ich Pech hab, setzt er jetzt zurück. Obwohl das totaler hirnrissiger Quatsch ist. Ja, lass dir Zeit! Musst du dich mehr anstrengen. Koch noch einen Kaffee! Wo versteckst du dich? Ich muss schnell sein. Musst du nicht, da ist er! Oh, kann man diese Kommentare nicht ausstellen? Die sind so dämlich. Und warum haben die jetzt hier alle was gegen... Sei meine Augen, Enkidu. Warum haben die jetzt alle was gegen mich hier? Das ist zu gefährlich, Enkidu. So eine übertriebene Kacke hier. Jetzt geht er wieder nicht rauf. Oh. Jetzt bleib da, wo ich dich sehen kann, ja? Da soll ich hin? Ich wollte in den Baum. Oh, endlich bin ich da. Was denn? Die Auktion hat noch nicht begonnen? Dein alter Freund, der Fänger, bereitet seine Ware noch in der Garnison vor. Der Sklavenfänger muss in der Garnison sein. Zweifellos kümmert er sich um seine Ware. Jetzt muss ich erstmal einen Weg dahin finden. Jetzt soll ich in die Garnison?
unbeobachtet? Echt jetzt? So, geh doch mal hoch hier. Wo soll ich denn jetzt hin? Ja, natürlich. Unentdeckt bleiben. Mhm. Genau. Ach, das dieses ewige Wiederholende. Wir waren hier, jetzt gehe ich jetzt bestimmt zum fünften Mal rein, weil hier irgendwas ist. Ja, jetzt muss ich wieder hier oben lang. Dann muss ich wieder da hinten rein. Hier sind wieder ein paar Wachen zu töten. Da, die stehen immer da. Sorry. Sorry, dass ich ein bisschen angeödet bin. Das hätte man echt besser machen können. Aber das kriegt ihr nicht hin, ne? Ja, genau. Und jetzt zeigt mir wieder andauernd Enkidu, dass ich den nehmen soll. Und wenn ich dritten will... Was siehst du? Ach, jetzt darf ich? Oh, entscheide dich doch mal! Ich habe mein Ziel entdeckt. Ja, toll. Das wird heute lustig. Aber nicht für euch. Für mich auch nicht. Ich habe mein Ziel entdeckt. So, runtergehen wird überbewertet hier. Reaktion auf Eingaben am Controller auch. Was braucht man nicht? Warum ist denn jetzt hier keiner? Hier ist doch sonst immer alles. Nochmal und... Ja, Leitern runtergehen ist auch überbewertet. Also, ich bin hier auf der Leiter. Ich ziehe den Klöppel nach unten. Die Figur geht nach oben. Also nach unten heißt, ich ziehe nach hinten. Ist logisch, ne? Das ist total logisch. Archäologisch ist das. Ja. Ja, oder ignoriere die Leiter. Geht auch. Genau. Hüpf am besten so einem Typen in die Fänge. Mach noch das schön laut, damit die das auch ja mitkriegen. Na, was denn nun? Was hat er getan? Heute Morgen hat er den neuen Gehänsel durch sein Essen gestohlen. Jemand soll ihn einhalten. Ich muss ihn erst noch müde streicheln. Ist das ein Dreck. Ich muss unentdeckt bleiben. Das war gut. Da oben ist einer. Einer nur? Bleib unten, bleib unten. Wo jetzt? Du sollst... Hä? Das war knapp. Das war richtig knapp. Da kam aber auch kein RB, ne? Keine Chance. Kann mich hier einer sehen? Nee. Wo muss ich denn noch hin? Ich hatte mir das doch markiert, ne? Ich weiß es jetzt auch nicht. Jetzt muss ich erstmal abwarten. Dann suchen wir uns einen Weg. Was zum? Was zum? Was denn zum? Ich geh mal hier rein. Weise mir den Weg. Hä? Hier. Die große Garnison. Hä?
Ist doch richtig. Ach, da geht er. Halt. Ich hab's falsch gemacht. Nein. Vogel. Da ist er. Dreh dich. Oh. Das passt. Ja, der ist ja hier auf der Seite. Wo bin ich? Ich bin hier. Ich bin auf der richtigen Seite. Das ist schon mal gut. Das ist er, den Typ. Kann man den noch zusätzlich markieren? Ja. Hä? Ist er jetzt demarkiert? Oh, seid ihr dumm. Ich kann den nicht markieren? Wenn ich den markiere, demarkiere ich die Mission. Cool, ne? Das ist total logisch. Warte! Geh rein hier. Komm, 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 komm! Geh! Stück für Stück! Also echt. Kein Grund, sich aufzuregen. Hä? Warum verschwindest du denn jetzt, wenn ich die Sicht mache? Was? Viele Sachen macht die Figur einfach nur von sich aus ganz allein, obwohl sie es gar nicht machen soll. Hier sind noch Sachen. Geh doch rauf, ich hab gedrückt. Weiß jemand, was hier vorgeht? Es ist vollbracht. Zeit zu gehen. Und gehen wir wieder raus. Oh, ein Geschimpfe hier von mir. Aber zu Recht. Ich wollte hier runter. Ich wollte einfach hier so runter. Weil ich es wollte. Ich wollte da nicht oben hochhüpfen. Nein, wollte ich nicht. Das wollte das Spiel. Ich wollte hier runter. Bleib stehen. Lass dich entdecken. Das ist sehr viel besser. Oh, wo willst du denn hin? Warum gehst du jetzt los? Diese Script-Kiddies hier, die hier endlich Entwickler nennen. Also sorry. Ja, komische Geräusche. Hast du gefurzt oder was? Nee, geht gar nicht. Ich könnte sie ja ablenken mit einem Lärmer oder so, aber ich will ja nicht, dass sie mich... Reine Perfektion. Nee, da ist nichts perfekt dran. Das war unter aller Sau. Ah, fürs Rostam-Schwert. Wir müssen mal wieder einen Schwertschmied aufsuchen, ne? Haben wir hier einen in der Nähe? Nee. Nee. Ich kann auch nicht schnell reisen. Ich muss erst von dieser Mauer runter. Dann kann ich Schnellreise machen. Dann kann ich mich auch beruhigen. Auch wenn es schwer fällt. Ups. So, hier ist gut. So, dann schauen wir mal, wo haben wir alles in der Nähe? Hier. Ach ja, hier wollte ich ja gestern hin. Das ging ja nicht. Weil es ist alles perfekt. Ich konnte ja gestern, wollte ich zum Klamottenschmied und zum Waffenschmied, also zum Schneider und zum Dings da hier, ne, und ging nicht. Das war in der letzten Folge dann zum Ende. Jetzt bin ich... Oh. Ja, und heute geht's. Sei gegrüßt. Sorry, ich hab da kein Verständnis für, nicht ein bisschen. Lass mich deine Waren ansehen. So viel Auswahl. Die Schneide schärfen, besser ausbalancieren. Danke.
Das fehlt mir noch. Sonst nichts? Reicht das nicht? Ich sollte mal weiter. Komm gern öfter. So, jetzt gehen wir zum Klamottenfried. Alle, die dazu in der Lage sind, ihre Kinder in der angemessenen Glaubensausbildung. Klamottenfried? Ich hab doch dich da gesehen. Ich brauch mal deine Nase. Was denn? Das ist mein Tagwerk. Siehst du? Ich brauchte noch ein bisschen Kleingeld. Ich grüße dich. Sag. Was hast du da? Sieh dich nur um. Das Gewebe ist entscheidend. Hier kann ich nichts verbessern, da fehlt mir die Anleitung für. War das alles? Ja. Auf ein An. Mach's gut. So. Sack. Frau Sack. Wisst ihr, wie schön das ist, wenn man auf diesen Klöppel drückt, dass er läuft und er macht nichts? Er macht einfach nichts. Guck mal, er könnte auch hüpfen. Nein, er springt lieber rein. Am besten jetzt nochmal. Weil das macht Sinn. Entschuldigung. Oh. War die mit dem eben verwandt oder so? Hörte sich so an, sie stöhnte genauso. Oh. Frieden, Zadik. Sei willkommen. Jetzt verkaufen wir nochmal ein Was paar gibt Sachen. Es heute bei dir? Bitte. Immer nützlich. Das war's also für heute? Oh, ich hab mich verdrückt. Schauen wir mal, was du hast. Hier ist was. Ach so, hier muss ich ja drücken. Ah. Ich war 721. Willst du deine Ausrüstung verbessern? Vielen Dank. Was soll ich sonst mit dem Geld? Und wir wollen ja noch Ausrüstung verbessern. Die dürfen wir auch nicht ausgehen. Nun gut. War's das fürs Erste? Und dann muss man... Ich muss gehen. Leb. Also wenn sie sagt, war's das fürs Erste, muss man tatsächlich warten? Was denn? Gib her. Ich will das haben. Danke. Jetzt gucken wir erstmal auf der Karte, was die Uhr sagt. Die Uhr sagt, wir haben nicht mehr viel zu tun, ne? Inventar. Das sind die Schwerter. Genau. Geschärfte Klinge. 78. Rostam-Klinge. Cool. 46. Die hat die gleichen Daten wie das Sandschwert des Aufbegehrens. Die hat es umgedreht. Die ist mehr auf Verteidigen als auf Schaden. Die ist ausgeglichen. Die hat es auch umgedreht. Die ist auf hohen Wert. Ja, wir werden mal die behalten, ne? Ich hatte die vorhin, glaube ich, auch. Wir haben nur noch die eine Aufgabe hier. Aufträge anzeigen. Keine laufenden Aufträge. Hier. Mit Rivka. Wie spät haben wir es eigentlich? Ja, ich treffe mich jetzt mit Rivka. Kann ich da irgendwie hinreisen? Ja, das ist gut. Vielleicht ist der nächste Auftrag wieder in der Garnison. Kann ja sein. Die ist so schön. Oder mal wieder im Winterpalast. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Aua! Man kann aber auch gar nicht sehen. Hier war doch immer Futter. Hä? Na gut. Alles aufgefressen, nichts für mich gelassen.
Na gut, gehen wir mal rein. Warnung. Da. Der verlorene Verborgene kehrt zurück. Endlich hast du den Weg zurückgefunden. Was hast du zu erzählen? Die Person, die wir suchen, kommt nicht aus Bagdad, sondern aus fremden Landen. Bist du sicher? Ich habe Beweise. Der Steuereintreiber und der Hafenmeister waren Komplizen. Der eine setzte Wachen ein, um Ausländer zu schikanieren und auszunehmen. Der andere beschlagnahmte Waren am Hafen. Das Ausnehmen verstehe ich. Doch wozu die Beschlagnahmungen? Geht es um mehr Objekte dieser alten Wesen, die sie verehren? Sie suchen nach einer seltenen Haarnadel, die über die Oststraße gebracht wurde. Sie wird bei der Dairat al-Mal versteigert. Eine offizielle Einladung zur Auktion. So kommen wir hinein. Gut gemacht. Unser Ziel muss jemand mit Verbindungen zu sowohl Elanga als auch Kululu sein. Jemand, der eng mit den Amtsträgern zusammenarbeitet. Spitzel hörten Getuschel über den Schatzmeister des Kalifen. In letzter Zeit hat er sich recht stark in El-Kars Angelegenheiten eingemischt. Diese Person wird zweifellos bei der Dairat al-Mal auftauchen. Wir sollten uns vorbereiten. Ich gehe voraus. Wir treffen uns beim Souk, wenn du soweit bist. Es ist nicht viel über diese Person bekannt. Es ist eine große Torheit, den Gegner zu unterschätzen. Bist du besorgt? Ich werde vorsichtig sein. Okay. Na? Wir gucken noch mal schnell hier an die Truhe. Ah, brauche ich ja nicht. Hier an die Wand. Ah, brauche ich nicht. Hier hin. Ah, brauche ich nicht. Nächste Folge, ne? Vielleicht habe ich mich dann ein bisschen mehr beruhigt. Ich denke aber eher nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.